Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Jetzt ist die gerade Zeit, wo so viel Paprika reif wird und Chili. Und da habe ich gedacht, ich mache heute eine leckere, schöne, scharfe Soße, welche kann man dann benutzen bei Fleischgerichten, beim Fleischmarinieren, in die Soße. Und so sieht er aus. Meine Gläschen sind zuckerdick, mummelig, wie immer. Und so sieht die Soße aus. Richtig toll. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich das zubereitet, wie habe ich es gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Ich möchte gerne euch zeigen, meine Variante. Und ich nehme 600 Gramm Paprikarot. Hier bei mir ist unterschiedliche, was ich im Garten ernten könnte. Habe ich genommen und Snack-Paprika und Spitzpaprika, aber das ist egal. Es geht um das sozusagen süße Paprika. Und dann mit dem Chili. Chili sind auch unterschiedlich. Zum Beispiel diese gelbe Chili, die ist sehr, sehr scharf. Deswegen kann man mit der Chili auch variieren, mehr oder weniger nehmen. Ich habe in meinem Fall jetzt hier unterschiedliche Chilis, scharfe Peperonis. 200 Gramm. Kann man auch mehr nehmen, aber kann man auch weniger nehmen. Hier sind 250 Gramm Äpfel und ungefähr, wenn wir das alles abschneiden, die Mitte, dann wird das knappe 200 Gramm. Genauso mit dem Knoblauch. Knoblauch kann man komplett rausnehmen, ohne Knoblauch machen. Oder kann man Knoblauch mehr oder weniger nehmen. In meinem Fall habe ich jetzt nur 40 Gramm vorbereitet. Für diese Mine nehme ich 25 Gramm Salz, Steinsalz, kein Iodiertes, und 200 Gramm ganz normale Haushaltszucker. Unsere Aufgabe, den Paprika und Chili zerkleinern. Ich schneide in so eine kleinere Stücke und gebe in so einen Mixer rein. Da kann man gleich so ein bisschen mixen. Die Paprikas habe ich überall die Samen rausgenommen natürlich und die weiße Wände auch rausgeschnitten. Bei den Chili oder scharfen Peperoni nehme ich nur den Stiel und die Samen lasse ich, weil wir möchten gerne eine scharfe Soße haben. Wenn ihr wollt, ein bisschen nicht so scharf, könnt ihr vielleicht einen Teil von den Samen rausnehmen. Das ist natürlich euch überlassen. Und nicht vergesst die Handschuhe anziehen. Sonst wenn ihr geht an die Augen oder an die Nase, dann brennt wie Feuer. Die Stiel abschneiden. Die Äpfel schäle ich nicht, weil die Äpfel ist aus unserem Garten. Und am besten säuerliche Äpfel nehmen. Zum Beispiel auch wie Bostrop. Die ist jetzt auch wertreif. Den kann man am besten dafür verwenden. Und dann zerkleinern. Es muss auch nicht zu Brei gemacht werden. Einfach nur kleiner machen, dass es besser zum Kochen bringt. Danach werden wir auch noch mit Stabmixer nochmal pürieren nach dem Kochen. So, und geben wir das alles in ein Töpfchen. So, Gemüse haben wir jetzt zerkleinert und jetzt geben wir dazu Zucker, Salz, gut umrühren und stellen wir auf den Herd zum Aufkochen. Und wenn es aufkocht, danach so ungefähr 7 bis 10 Minuten kann man köcheln lassen. Beim Kochen versucht ihr Absaugen anmachen oder wenigstens Fenster aufmachen, weil Chili ein bisschen reizt an dem Hals. Jetzt stelle ich es zum Aufkochen. So, jetzt unsere Paprika mit Chili aufgekocht. Unbedingt die Absaugen anmachen. Jetzt kochen wir das alles schön weich, ungefähr 10 Minuten. So, 10 Minuten sind vergangen. Kochen ohne Deckel, weil wir möchten gerne, dass unsere Soße auch schön dickflüssig ist. Und jetzt lassen wir unsere Soße abkühlen. Wir müssen es in zwei Gänge das zu kochen. So, ich schalte jetzt den Herd aus und nehme von den
Platte ab, dass es abkühlen kann. So, unsere Soße ist komplett abgekühlt und jetzt habe ich ihn wieder auf den Herd gestellt und geben wir jetzt hier alle Gewürze rein. In meinem Fall habe ich jetzt Majoran genommen, Zimt, Paprika rosenscharf und Muskatnuss. Ihr könnt natürlich nach eurem Geschmack auch was ausprobieren dazu geben. Zum Beispiel statt Zimt vielleicht Kürre nehmen. So, oder andere Kräuter. Kann man noch Kardamom hier gut reinmachen. Leider habe ich nicht im Haus. So, werden wir das anrühren und werden wir jetzt unsere Soße nochmal aufkochen und circa 8 Minuten köcheln lassen. Machen wir Herd an und köcheln wir es weiter 8 Minuten. Ohne Deckel. So, nach 8 Minuten können wir unsere jetzt Soße pürieren. Nehme ich kurz an die Seite. Gebe ich jetzt 150 ml, in meinem Fall die helle Balsamico-Essig, so ein Balsamico-Essig. Und werden wir jetzt mit Stabmixer richtig schön alles pürieren. Schön vorsichtig. So pürieren, dass es euch diese Konsistenz gefällt. Diese Soße kann man auch ohne Essig kochen, es wird auch sehr gut halten. Nur mit Essig ist im Geschmack dieses bisschen säuerliches genau das Richtige. So, nach dem Pürieren müssen wir unbedingt unsere Soße nochmal aufkochen, dass es heiß wird und dass wir es heiß in die Flasche einfüllen können. Schaut, wie dick ist die Konsistenz. Es ist richtig schöne, dicke Soße. Und jetzt musst du natürlich sehr aufpassen, weil es ist jetzt dick, diese Masse, und die spuckt gerne. Und das ist Chili, deswegen seid ihr bitte vorsichtig. Ab und zu hier umrühren. Für die Sicherheit können wir noch auch Thermometer reinmachen und schauen, wie heiß jetzt unsere Soße drin. Die soll über 80 Grad sein, bevor wir das in die Gläser füllen. Jetzt haben wir 80, aber wir brauchen ein bisschen mehr. So, es hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Jetzt habe ich 92 Grad. Jetzt kann ich die Hitze auf 1 stellen, dass es nur sozusagen heiß bleibt und schon in die Gläser abfüllen. Schöne dicke Soße. Ist ja gut. Nicht so toll spucken. Bitte. Schön voll auffüllen und zudrehen. Und so eine tolle Paprika-Chili-Soße haben wir das selber zubereitet. So, ich fülle erstmal schnell meine Soße, dass die da sich nicht so toll aufregt. So, meine Lieben, sind wir wieder mal fertig. So viel habe ich rausbekommen. Diese tolle Soße. Und den kann man verwenden beim Gulasch kochen oder irgendwelche Fleischgerichte. Beim Schaschlik zum Beispiel anlegen kann man das auch nutzen. In die Soße reinmachen. Das ist... Überall kann man das machen. Ganz bisschen noch übrig geblieben, dann kann ich gleich die nächsten Tage mal ausprobieren. Ich decke meine jetzt die Gläschen zu, gebe dann noch was Warmes und lasse die so schön langsam abkühlen. Und dann werden die alle Deckel richtig schön angezogen. So, liebe Freunde, und wenn ihr das mal nachkocht und mir einen Kommentar hinterlässt, wie hat es euch gefallen, würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß, gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!